sechste Spiel von der Karriere. Das letzte in Gruppen oder in der Gruppe. Guten Abend und herzlich willkommen an alle, die heute zum letzten Spiel der Saison eingeschaltet haben. Und wie könnte man sie besser abschließen als mit einem Match Konstanz Rostock? Frei nach dem Motto Never Change a Winning Team ist auch heute wieder Christian mit dabei. Hallo Christian. Hallo Michael. Das Spiel wurde angepfiffen. Die erste Spielaktion läuft. Oh Gott, zack. Oi, Glück jetzt. Der Ball fliegt jetzt auf. Oh, das gibt's doch nie. Und der geht daneben. Schade. Risikoreiche Aktion, schöner Wurf und ein herrliches Tor. Das war schon 3-0. Lux. Er hat den Raum wirklich optimal genutzt. Das könnte ein Tor schießen. Eine Mutter. Der Torwart hatte keine Chance. Sicher gehalten. Oh. Toller Einsatz vom Torwart. Er hat seinen Gegner richtig eingeschätzt. Nein! Diese Arschlöcher, Mann! Er ist drin. Ja, so viel Chancen. Heil. Schöne Aktion. Jetzt liegen beide wieder gleich auf. Oh. Muss es ja mal versuchen. Nein, den hat er sicher. Mal von hier. Sei doch. Das ist die Chance zum Konter. Lux. Steht wie eine Mauer. Ja, sie haben die gegnerischen Angreifer im Griff. Eine wahre Kanonenkugel. Der Spieler ist unglaublich stark. Schönes Tor. Vorbei. Schlechtes Timing, Christian. Ja, das gibt's doch. Große Distanz. Hora. Tolle Aktion vom Torwart. Hora ist zur Stelle. Und das ist, wenn du den einfach Platz lässt, dann packst du das nicht mit dem scheiß Ball nach oben. Ganz schön riskant bei der Distanz. Und wieder der Ausgleich. Dabei läuft das Spiel erst seit 15 Minuten. Mit einer unglaublichen Kraft geworfen. Ein furchterregender Werfer. Sicher gefangen vom Torwart. Es steht 8-6.
Lux. Tor nach einem Angriff über den Flügel. Gut gehalten. Den hat der Torwart sicher. Beide Mannschaften liegen zur Mitte der ersten Halbzeit etwa gleich auf. Ja, eines der Teams müsste hier mal ordentlich vorlegen, wenn es einen Vorteil erspielen will. Tor! Das ist es. Du bist da rüber, bist zipp und dann hast du den in den Platz. Du musst eigentlich genau, wenn die passen, so, nicht so, nicht so reinschießen, musst du den. Er versucht sich an den Kantenwurf. Lux. Sicher gehalten. Toller Einsatz vom Torwart. Er hat seinen Gegner richtig eingeschätzt. Nein. Lux. Boah, Mann. Heil. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Ja, Mut zum Risiko, der sich diesmal leider nicht auszahlt. Cora? Ah, das war ganz knapp. Ja, er kam einfach nicht an der Abwehr vorbei. Schade. Er zählt ein herrliches Tor. Was für eine Technik. Mann. Also, ja, er war heute absolut spielentscheidend. Krüger versucht sich an einen weiten Wurf. Ja, hey, hey. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Tipp vorbei. Schlechtes Timing, Christian? Ich würde sagen, vor allem zu große Distanz. Ja, da habe ich gedacht, der passt vielleicht noch. Und das ist es halt. Schön ist einfach frei. Lux wirft auf der Hüfte. Ja, eine herrliche Wurftechnik. Tor bringt die Sache zu Ende. Heil. Es steht 11 zu 13. Krüger. Die Abwehr steht wirklich gut. Ja, sie lassen den Angreifern nicht viel Raum. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Er versucht sich an einen großen Kantenwurf. Die Stimmung wird immer aggressiver. Ja, das Spiel wird langsam ziemlich ruppig. Cora. Cora. Cora, bring die Sache zu Ende. Der Spieler yes. Absolutes Weltklasse-Niveau. Was für eine Wurfkraft! Ein tolles Tor! Gezeichneter Wurf! Das ist die Chance zum Konter!
heilen. Lux. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Ein Spieler ist aufs Feld gekommen. Lux. Spieler im Vorraum. Leider kein Tor für Lux. Schön abgewehrt. Ja, jetzt leck mich doch am Arsch, schieb doch den scheiß Ball auf ihn. Die Abwehr steht hervorragend. Das Spiel wird ziemlich ruppig in der Abwehr. Habe ich jetzt zu lang drauf gehen. Lux. Tolle Aktion vom Torwart. Wei! Ja, hier ist auch zu. Ja, ich hätte. Kommt aufs Feld. Lux bringt seine ganze Kraft in den Wurf. Ein Wahnsinn. Oh, jetzt habe ich auch gerade zu lang drauf. Ich sehe, weil ich hier so ein Geiler. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Dani. Oh, das schießt da hinten, da habe ich jetzt voll lang Viereck gedrückt. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Ich hab mich doch gedreht. Lux. Und mit diesem Ergebnis verabschieden wir uns für die Pause. 15 Ja, sie haben sehr geschlossen gekämpft und das Match kontrolliert. Jetzt müssen sie den Rhythmus beibehalten und dürfen sich nicht zurückdrängen lassen. Hier ist noch alles möglich. Richtig, sie dürfen jetzt nicht nachlassen. Sie können zwar selbstbewusst in die zweite Halbzeit gehen, aber bitte nicht allzu sehr. Komm, Schuck. Mann. Zweite Halbzeit. Noch 30 Minuten zu spielen, aber die sind schnell vorbei. Beide Mannschaften müssen jetzt Gas geben. Schön riskant bei der Distanz. Ja, sie verlieren die Ballkontrolle. Oh. Lux. Lux. Mit der Kraft.
Kugel direkt ins Tor. Was für eine Mundkappe! Ja, der Torwart hatte keine Chance. Und der geht daneben. Schade. Er trifft nach einem Angriff über den Flügel. Lux. Konstanz mit den Gegenangriffen. Die Abwehr steht hier in der Mauer. Ja, sie haben die gegnerischen Angreifer im Griff. Der Spieler ist unglaublich. Absolutes Weltklasse-Niveau. Eine wahre Kanonenkugel. Der Spieler ist unglaublich stark. Lux. Rostock verliert den Ball. Er wirft aus großer Distanz. Das kann nur daneben gehen. Ja, Mut zum Risiko, der sich diesmal leider nicht auszahlt. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Ah, das war ganz knapp. Ja, er kam einfach nicht an der Abwehr vorbei. Er war jetzt zu lang. Der Schiedsrichter pfeift. Er scheint im Torraum gewesen zu sein. Ja, schade. Ja, so sieht jetzt nichts mehr drücke ich gut. Null Knopf. Lux vergibt nicht eine Chance. Tadellose Vorstellung. Danny. Trotzdem ein schön platzierter Wurf. Der Torwart war fast dran. Aber auch wirklich stark geworfen. Mit einer unglaublichen Kraft geworfen. Ein furchterregender Werfer. Lux. Leider kein Tor für Lux. Tor. Mit einem Hüftwurf lässt sich die Abwehr gut in die Irre führen. Und ehrlich gedacht, das schießt ein Dreck. Schade, der ging vorbei. Und er läuft in den Torraum. Hi. Tor! Unglaublich schnell ausgeführt. Wo kommt er her? Kurze Pause.
So, weiter geht's. Nur vor einen Schluck Cola. Hey, das ist schon ein spannendes Spiel, Alter. Ohne Witze. Ja, 2008, die haben 6. Los geht's. Und da waren die Spaghetti. Schöne Gelegenheit. Leider ohne den verdienten Abschluss. Ah, der hätte präziser sein müssen. Oh, Mann. Das verstehe ich nicht. Es gibt so Dinge wie... Nicht ja. Mit der Abwehr vorbei, schade. Ja, das sind 2 Strafminuten mehr als angebracht. Absolut. Hoher Rand. Die Abwehr steht wirklich gut. Ja, sie lassen ja, jetzt. Nicht viel Raum. Da ist das Tor. Es leckt mich doch am Sack. Ja, das meine ich nicht. Eine Haarstelle. Drecks. Sicher gefangen vom Ball. Und ja. Blinde! Hat er nicht getroffen. Doch, wieder nichts. Was für eine Wurfkarte! Ja, der Torwart hatte keine Chance. Und er ist drin. Aus einem ziemlich ungünstigen Winkel. Da war schon auch doch wenigstens. Ne? Er versucht sich an einem riskanten Wurf. Konstanz rennt los, ohne auf sein Team zu warten. Bora. Rostock tritt. Ein schönes Tor. Heil. Ja, Edgen, du. Sie verlieren die Ballkontrolle. Heil. Ja, Heil. Den hätte ich nicht mehr können. Konstanz dominiert das Spiel weiter. Neigt sich dem Ende zu. Der Ausgang scheint bereits klar zu sein. Total am Tor vorbei. Ja, schade. Schön gespielt. Ja, Michael. Technisch einfach frei. Hi. Rostock verliert den Ball. Konstanz rennt los, ohne auf sein Team zu warten. Ah. Lux. Und er trifft, sie ziehen es bis zum Ende. Er hätte den Ballst. Tipp geht vorbei. Schlechtes Timing, Christian. Ich würde sagen, vor allem zu große Distanz. Die Abwehr steht hervorragend. Und der Abstand wird immer größer. Ist das Match bereits entschieden, Christian? In 15 Minuten wird es sehr schwer, diesen Abstand noch aufzuholen. Die Dinge stehen schlecht für. Es sind nur noch 15 Minuten bis zum Spielende. Bis jetzt haben Sie das richtige... Ich bin ganz Ihrer Meinung. Horak ist für mich der Top-Spieler heute Abend. Heil versucht sich an einen weiten Wurf. Ja, ganz schön ambitioniert auf diese Distanz. Oh. Heil. Lux betritt den Tor. Das wäre es gewesen so. Ja,
Das war möglicherweise das Tor, das alle Hoffnung des Gegners begräbt. Es sieht wirklich nicht gut aus, aber es sind noch 15 Minuten zu spielen. Nicht nachlassen. Konstanz dominiert das Spiel weiter. Das Spiel neigt sich dem Ende zu. Der Ausgang scheint bereits klar zu sein. Heil hat auch gegen Ende des Spiels noch viel Energie. Und der Abstand wird immer größer. Ist das Match bereits entschieden? Wird es sehr schwer, diesen Abstand noch aufzuholen. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Die Dinge stehen schlecht für Rostock. Ja, es sind nur noch etwa 15 Minuten bis zum Spielende. Bis jetzt haben sie das richtige Rezept noch nicht gefunden. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Ja. Ja! Möglicherweise das Tor, das alle Hoffnung des Gegners begräbt. Es sieht wirklich nicht gut aus. Es sind noch 15 Minuten zu spielen. Nicht nachlassen. Konstanz dominiert das Spiel weiter. Das Spiel neigt sich dem Ende zu. Der Ausgang scheint bereits klar zu sein. Der Torwart war heute Abend ausschlaggebend. Ja, er war heute absolut spielentscheidend. Torwart heute Abend. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Koran ist für mich der Top-Spieler heute Abend. Er ist drin. Die Abwehr steht wie eine Mauer. Ja, sie haben die gegnerischen Angreifer im Griff. Sache zu Ende. 38, 39 war der Mannschaft. Einfach unglaublich, ein überwältigender Sieg. Beeindruckend. Sie haben das Spiel bis zum Ende kontrolliert. Ein herrliches Spiel. Ja, Sie waren heute unschlagbar. Sie haben den Gegner beinahe vorgeführt, Michael. Ein toller Sieg, ein großartiges Spiel. Danke, dass Sie dabei waren. Bis bald, Christian. Bis bald, liebe Zuschauer. Zwei Trophäen. Ja, okay. Ich nicht. Okay, das war's dann erstmal mit der Karriere. Bis zum nächsten Spiel.